Und auch wenn ich gerade am Sterben bin hier vor lauter Wärme, machen wir noch ein paar, denn ich habe gerade einfach Bock drauf. Und ja, hier ist schon wieder Laura. Es geht direkt mit dem Gequassel weiter. Leute, ich habe ein bisschen was vor. Ich will ins Kaufhaus. Wir haben die Arena vor uns. Wir müssen die Stadt besichtigen. Ich habe noch ein paar Items zu holen. Wir haben noch Dinge zu erledigen. Pokémon fangen etc. 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 Also labert mich bitte nicht wieder 20 Minuten voll, damit der Part um ist und wir nichts gemacht haben, außer gequatscht. Story gut und schön, aber jetzt will ich gerade mal Gameplay. Oh, Kisuke hier entlang. Jesus, dieser Lügner. Mit seinem manipulierten Gerede will er nur die alle hinter sich führen. Hört mich an, ihr guten Leute. Unser König, seine Majestät N, hat seine Kräfte mit dem legendären Drachen-Pokémon vereint. Gemeinsam werden sie das Land der Verheißung erschaffen und uns in eine glorreiche Zukunft führen. Und so wiederholt sich die Legende von der Gründung eines durch den Helden. Im Gegensatz zu uns auffälligen Menschen mohnen den Pokémon Fähigkeiten inne, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Es gibt so viele, dass wir so vieles, dass wir von ihnen lernen können. Wir müssen nur ihre Einzigartigkeit anerkennen und ihnen helfen, das Joch abzuschütteln, dass wir Menschen sie zu schmählich eingesperrt haben. Drum hört ihr guten Leute, gründet mit uns Team Plasma jenes neue Land, ein glückseliges Land, in dem Menschen und Pokémon sich gleichermaßen am erquiekenden Trunk der Freiheit berauschen können. Sprengt daher zunächst die Ketten, die eure Pokémon zu Leibeigenen gemacht haben. Euer ergebener Diener Jesus sagt tausend Dank für eure werte Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Stimmt das? Haben wir die Pokémon unterdrückt? Sollen wir die Pokémon freilassen, so wie es Team Plasma sagt? Bitte nicht. Ohne meine Pokémon wäre ich doch plötzlich so schrecklich einsam. Was soll das Ganze? Was hat er gesagt? Das ist doch Unsinn. Die eine Region entstand damals, in dem die Pokémon und die Menschen zusammengearbeitet haben. Falls die Pokémon diese Beziehung zu den Menschen nicht wünschen würden, hätten sie uns selbst verlassen. Ein Pokéball kann vielleicht ein Pokémon fangen, nicht aber seine Gefühle. Oh, wollen wir Kisuke? Lange nicht mehr gesehen, Lilia und Lysander. Lauro und der Junge von Eulich. Was denn? Was sucht der Champ hier, der die Pokémon-Liga den Rücken gekehrt hat? Und seitdem die Lande durchstreift. Ich komme gleich zur Sache. Verratet mir alles über legendäre Drachen-Pokémon. Meinst du Reshiram oder Zekrom? Warum meinst du dich das auf einmal? Bei der kleinen Ansprache vorhin hat dieser wenige Jesus doch gesagt, dass ein Trainer namens N. Reshiram wiedererweckt habe. Oh. Und dieser Trainer mit dem Namen N. hat Kisuke aufgetragen, das andere Drachen-Pokémon zu. Ich werde nicht ganz schlau aus diesem M. N. Für seine eigenen Überzeugungen will er die beiden Drachen-Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Was? Aber die beiden Drachen-Pokémon sind doch jetzt Freunde. So ist es, Lilia. Die Trainer sind es, die Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Und sie tun das, damit sich Trainer, das habe ich jetzt so schnell weggedrückt, tut mir leid. Also dann, ich mache mich auf zur Pokémon-Liga. Oder sollte ich sagen, ich kehre dorthin zurück? Natürlich werde ich M siegen. Ich werde ihm die Augen öffnen und ihm zeigen, dass die Welt, so wie es jetzt ist, eine Welt in der Trainer und Pokémon in Harmonie zusammenleben gut ist. Und was sichern geht, Kisuke, ich werde als Champ auf dich warten, also hol dir den Orden von Twin Track City und komm zur Pokémon-Liga. Aber seh dich vor, der Arena-Leiter von Twin Track City ist sehr stark. Also, ich verlasse mich auf euch, Lysander und Lilia. Jetzt ist er weg. Aber ob er in Ordnung ist? Er hat so ein finsteres Gesicht gemacht. Mach dir keine Sorgen, er ist der stärkste Pokémon-Trainer der ganzen Einheit-Region. Kisuke war dein Name, richtig? Komm bitte mit zu mir nach Hause. Ja, aber gern doch. Es ist, wie Lauro gesagt hat. Ich will dir alles über legendäre Drachen-Pokémon erzählen, was ich weiß. Lilia, wärst du so lieb, vorauszugehen? Die Geschichte von Reshiram und Zekrom. Mir erzählen sie dir. Und ich führe dich durch Spindelweg City, hier entlang. Da geht's lang. Nein, da geht's jetzt nicht lang, meine Liebe. Da geht es jetzt nicht lang. Ich gebe jetzt erstmal mein Pokémon ab und habe ein bisschen was vor. So, ja, Pokémon ablegen. Unser liebes Groink, auch wenn er nicht lang dabei war. Rest in peace, my friend. Und eigentlich habe ich noch ein Pokémon gebraucht.
Pokémon mitnehmen. Ja, wir hatten ja sogar noch Backup-Pokémon hier mit Tididorsa, Dingenskirschen und Dingenskirschen. Aber die braucht es bisher alle nicht. Hier, Weedy. So, unser. Okay, die Attacken sind Dreck. Das ist auf jeden Fall mal mitnehmen. Schau mal, was er für Attacken erlernen kann und so weiter. Und wie überhaupt die Sets von dem Vieh sind. Ich hatte noch nie einen Weedy. Ich habe keine Ahnung, wie der so kämpft. Jetzt gleich herausstellen. Ja. Immer dieses Getausche hier. So. Okay, jetzt sag mal her. Gesteinpflanze, Pokédex nochmal Fragezeichen, prügelt sich gern. Route 9. Verteidigung steigt, Initiative. Negiert Attacken und Items, die Pokémon austauschen. Okay. Angriff und Spezialangriff relativ gleich, Verteidigung gut, Spezialverteidigung sehr gut, Initiative am Arsch. Säure, naja. Konfusstrahl, ganz nett. Okay. Okay, dann schauen wir jetzt mal, was er für Attacken kann. Aber vorher leveln wir ihn auf. Machen wir Level 40, würde ich sagen, das ist fair. Sagen, Level 40 ist fair. Ja, an sich ist Weedy schon ein ganz cooles Pokémon, aber ich weiß ja, wie gesagt, nicht, ob er sich jetzt wirklich bewährt, weil, wie gesagt, ich hatte ihn noch nie und... Oh, Antikraft ist auf jeden Fall geil. Der alte Stoßwert erhöht. Dafür geht... Verwurzer. Braucht kein Schwein. So... Oder machen wir 41. Machen wir Level 41, das ist, denke ich, dann ein wenig fairer. So, okay. Gut, nur eine Attacke hat er erlernt, macht aber nichts. Matschbombe, kannst du sicher erlernen, oder? Kannst du, sehr schön, darauf habe ich gehofft. Und dafür vergisst du die Säure, es ist sehr viel besser, die Matschbombe. So, wunderbar. Kannst du Spukball erlernen? Ich müsste. Nein, kann er nicht. Okay, hätte ich ihm jetzt zwar auch nicht unbedingt beigebracht, aber. Also, er ist Gesteinpflanze. Eine Gesteins- und eine Pflanzenattacke wäre dementsprechend cool. Felskraft braucht er nicht. Er hat ja gerade Dingenskirschen erlernt. Nitroladung braucht er auch nicht. Raub braucht er nicht. Siedewasser. Kann der eine Wasserattacke? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, aber wir schauen mal. Nein, kann er nicht. Schleuder braucht es nicht. Ladestrahl. Freier Fall. Irrlicht. Kannst du Irrlicht erlernen? Nee, kannst du nicht. Schade. Akrobatik bringt mir auch nicht viel. Itemsperre. Dunkelklaue wäre an sich eine Idee. Wenn du das erlernen könntest, wäre ich dir verbunden. Kannst du auch nicht. Schade. Heimzahlung. Blitz. Ja, Voltwechsel. Ja, Voltwechsel wäre natürlich auch geil. Wird aber auch nicht erlernen können. Nope. Käfertrotz, nein. Dampfwalze wäre eine Bodenattacke, braucht er aber nicht. Kreuzscher, kannst du die Käferattacke? Kann er auch nicht. Der Kraftschub, der Strauchler, die Lichtkanone. Kannst du Lichtkanone erlernen? Schade. Und jetzt da drüber brauchen wir nicht so Schneider fliegen, Surferstärke. Surfer kannst du nicht erlernen, oder? Schade. So, wie bist du denn jetzt aufgestellt? Eine Pflanzenattacke wäre halt mal noch geil, unter Umständen. Aber die will man mir nicht geben. Ja, Matschbombe ist auf jeden Fall cooler. Wie gesagt, er hat Pflanzen, er bräuchte noch irgendeine coole Gesteinsattacke. Antikraft, Matschbombe, Konfusstrahl, Antikraft. Wir lassen das auf jeden Fall erstmal so. Und schau mal, der hat da wegen einen... Sehr gute Stats, muss ich sagen, mit Ausnahme der Initiative. Okay, meine Frage ist jetzt, kann ich schon auf die andere Route, kann ich da noch ein Pokémon fangen? Das wäre sehr gut, bevor ich jetzt Kaufhaus gehe, weil wie gesagt, da gibt es TMs und naja. Oh, Flottball wäre geil. Aber ich will eigentlich nicht so viel kaufen, weil wie gesagt,
Ich will mein jetziges Kaufhaus aufheben. Aber Schutz brauchen wir, das nützt nichts. Brauchen auf jeden Fall Schutz. Ja, so viel vielleicht nicht unbedingt. 10 Stück. Es war auch wieder teures Geld, aber wie gesagt, braucht es. So, kannst du das Zeug mal annehmen, was ich nicht mehr brauche hier? Wir hatten doch jede Menge von diesen... Da, Sternstück zum Beispiel. So, so noch mehr Sternstaub, ja. Sogar 2. Sonnenstein. Mondstein. Lichtstein, Fluchtseil, Feuerstein, Donnerstein, Blattstein, Wundersaat, Schattenglas. Ach ja, ich wollte Dingenskirchen ja auch noch das Item geben. Da, Moment, Moment, Moment. Die Flinkklaue ist für den doch wie geeignet, dadurch, dass er halt so langsam ist. Wo haben wir denn die Flinkklaue? Da. So, Wheelie. Die ist für ihn das perfekte Item. Okay, komme ich an auf Route 11 oder hier oben auf Route 10? Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht. Da wird wieder... Wir haben sogar Schutz aktiv, wow. Da wird sicher wieder irgendwas kommen. Kann ich auf Route 11? Ja, natürlich. Kenn ich natürlich nicht, klar. Warum auch? Braucht doch niemand. So, und ich schätze mal, ich kann hier auch nicht weiter. Wir werden die Stadt ein andermal besichtigen. Ich will jetzt nur wissen, ob ich hier weiter kann. Sieht auf jeden Fall gut aus. Tatsächlich. Ich kann auf Route 10, cool. Und eins von diesen Pokémon da ist ein echtes, also... Ja, ein echtes halt. Und eins von den anderen ist ein Pokémon. Und das ist unser Pokémon, okay. Es kommt ein... Oh, das ist natürlich nice. Ein Rockhyman. Die Weiterentwicklung ist ein ultimativ cooles Pokémon. Den nehme ich natürlich sofort mit ins Team. Ich werde dich fangen, mein Freund. Du bist cool. Ich hatte in meinem Originalspiel von Schwarz 2 auch eins dabei. Ein Rabigator, die Weiterentwicklung. Und der ist schon richtig fies. Natürlich hat er einen Crit. Bleib jetzt im Ball. Bist du im Ball bleiben, mein Freund? Okay, ich merke schon, ich muss dich austauschen. Gegen Serpil Royal kannst du eigentlich viel machen. Gegen Gangama kannst du aber auch nicht viel machen. Stimmt, gegen Gangama kannst du nicht viel machen. Komm mit Schaufler. Okay, dann setze ich jetzt auch Schaufler ein. Dann trifft er mich nämlich nicht. Und ich treffe ihn und mache ein bisschen Schaden. Ich sollte ihn nicht killen. Ich bin zwar 10 Level drüber, aber ich kann ihn doch nicht killen, oder? Ich meine, es ist nicht sehr effektiv gegen den, also bitte. Okay. So, jetzt bleibst du aber im Ball drin, oder? Komm schon. Ja, der weiterentwickelt ist schon geil. Der weiterentwickelt ist schon ziemlich geil. Sehr gut. Damit haben wir mal wieder sowas wie ein Team, würde ich sagen. Und ich würde auf jeden Fall auch gerne mit denen zur Siegestraße kommen. Und dass mir da wieder jemand wegstirbt. Ach ja, ich muss ja wieder zur Box zurück. Ja, verflucht. Das ist ein wildes Pokémon. Ja, ich habe ja gesagt, eins davon ist Pokémon normalerweise ein Hut. Ah, doch, hier ist sogar festgeschrieben. Ein Tampignon. Kann ich ja froh sein, dass das Pokémon nicht war, weil ich den angesprochen habe, sondern weil es das Pokémon aus dem Gras war. Habe ich noch einen normalen Schutz, damit ich hier jetzt das. Ich meine, die ganze Zeit verschwende? Einen Superschutz brauche ich dafür jetzt auch nicht. Doch, ich habe noch einen. Sehr schön. Okay. Und da haben wir auch schon die Hyperheiler. Das andere müsste wieder ein Tampignon sein. Ja, ist wieder ein Tampignon. Ich wollte es überprüft haben. Gut. So viele Möglichkeiten, Pokémon zu fangen, haben wir eh nicht mehr. Wir müssen langsam mit denen durchkommen, die mir... die uns hier zur Verfügung stehen. Wir verlassen das Gras. Kann ich hier noch irgendwas machen?
die Siegestraße, da darf ich eh noch nicht weiter. Gute 10 nützt mir nichts, die Dorfbrücke. Nee. Das war vorläufig das letzte Mal, dass wir was fangen durften. Was ist aber da? Höhle der Schulung. Wie komme ich denn da rein? Wir werden jetzt auf Route 9 auf jeden Fall nochmal was schauen. Ich weiß nicht ganz, wie ich da reinkomme. Wird sich jetzt gleich zeigen. Wir holen unser Rockai-Dingenskirchen auf jeden Fall mal ab. Wir gehen jetzt weiter zu Rabigato. Und ja. So der Plan. So. Was legen wir dafür ab? Wir legen dafür ab, der kann Zerschneider und Surfer und der kann Stärke, dann legen wir den hier ab. Ja, wo sind die vor allem Sklaven? So, Pokémon mitnehmen. Na, wo ist er? Da. Okay. Kurze Heilung für alle. Und dann schauen wir gleich mal bezüglich der Attacken. Ja, und nicht Boden, sowas wie Erdbeben und Knirscher ist schon krass. Der hat auch eine geile Fähigkeit, aber ich weiß nicht, ob der hier das jetzt auch hat. Das Pokémon, das ich hatte damals, das Rabigator, hatte die Fähigkeit, dass es irgendwie nach jedem gekillten Pokémon stärker wurde. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie das ablief. Was wollte ich jetzt gleich nochmal machen? Ach so, genau, die Sonderbonbons. So, mal den noch auf Level 41. Grimasse brauche ich, Itemsperre braucht es nicht, Angeberei braucht es auch nicht. Den Knirscher auf jeden Fall, den Schaufel lassen wir auch drin. Ja, Itemsperre. Wird eh wegfliegen, dann die Grimasse, aber gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wann hat er sich weiterentwickelt? Schmarotzer ist eine coole Unlichtattacke. Aber. Oh. Am Ende macht sich die Kraft des Siehst du nutze. Je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden richtet die Attacke an. Müsste aber doch trotzdem stärker sein als der Knirscher. Okay, Moment. Da steht ja Stärke 95. Ist jetzt 95 die Grundstärke davon, dass es auf jeden Fall 95 Schaden macht und dann je nachdem wie hoch der Angriff des Sees ist, nochmal mehr? Er muss ja eigentlich so sein, ne? Es muss so sein, ja. Aber ich bin ja gerade echt nicht sicher. Fuck. Es wird stärker sein. Wenn der 95 steht, dann vertraue ich jetzt einfach mal darauf. Sonst würde ich den Knirscher niemals raus tun unter normalen Umständen. Aber in dem Fall jetzt halt schon. Und da entwickelt er sich auf Level 40 tatsächlich. Okay. Rabigator ist ein ziemlich cooles Pokémon. Wie gesagt, ich hatte ihn damals in meinem Short 2 Display auch. Richtig cooles Monster. Sehr stark. Wie gesagt, damit haben wir doch einigermaßen was, das man Team nennen kann. So, ja, tut mir leid, dass jetzt in dem Part nicht allzu viel Spannendes passiert, aber was soll's. Ja, schauen wir uns mal die Sets an. Besiegt es ein, ja hier genau, Hochmut. Besiegt es ein Pokémon, steigt seine Angriffskraft. Ziemlich cool. Der Angriff ist unglaublich hoch. Der Rest nicht so. Initiative ist cool, ja. Neutrales Wesen, nichts sinkt, nicht steigt. Ich würde sagen, ist eigentlich ziemlich geil.
gebe ich dem noch irgendein Item, aber wir schauen erstmal im Laden vorbei. Also halt im Kaufhaus. Wie gesagt, wir haben jetzt wieder damit einigermaßen was, was man Team nennen kann. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich meine, wir haben Pflanze, wir haben Flug, wir haben Feuer, wir haben Normal, wir haben Boden und Licht, wir haben Gestein. Ja, das kann man durchaus so annehmen. Und rein da. Boah, es ist schon wieder so groß hier. Was hast du hier? Okay, der hat die ganzen Heil-Items, die ganzen Tränke und so. Puckewedel? Okay. Von dir will ich nichts. Ich suche die TMs. Was ist das denn? Wer bist denn du? Jetzt türmen sich die Pappkartons sich schon Omas. Darin finden sie allerlei veraltete Elektrohaushaltgeräte, die sich nicht mehr zu Geld machen lassen. Was für eine Verschwendung, sie einfach so vor sich rosten zu lassen. Es muss doch möglich sein, sie anderweitig zu verwenden. AP plus. Aha. Na dann. Ihr könnt die Elektrogeräte auch gern mir geben. Ihr habt nichts, kein Problem mit. Ne? TM-Abteilung. Okay, wir sind richtig. Hyperstrahlung. Jo. Ho, 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 ho. Jesus Christ. Okay, Gigastoß wäre krass. Es wäre für Kangama die ultimative Genki-Dama. Aber wie ich das jetzt wirklich mache? Wir haben eh gerade noch nicht genügend Geld, aber ich behalte es auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Und der hat die ganzen Bälle. Also viele Bälle brauchen wir wie gesagt nicht mehr, da nicht mehr allzu viele Pokémon kommen. Was haben wir hier? Okay, der hat das Zeug. Okay, so berauschend ist das Angebot jetzt nicht, wie ich dachte. Eigentlich überhaupt nicht, ne. Also gar nicht, gar nicht. Okay, dann kaufen wir ein paar Bälle und das restliche Geld spare ich. Ich muss mal schauen, wie ich das mache, ob ich mir irgendwelche Attacken kaufe. Wird sich zeigen. So, die Finsterbälle sind eh die besten. Mal 5 Stück, wie gesagt, so viele werden wir nicht mehr brauchen. 5 Stück davon. Und noch 5 Flottbälle, das wird reichen. Eindeutig, das reicht mehr als nur aus. Es kommen ja, wie gesagt, nicht mehr so viele Pokémon. So, und den Rest braucht es nicht. Was hatten die in dem einen Ort in den Laden nochmal? Das können wir ja mal kurz nachschauen. Können wir mal ganz kurz nachschauen. Das war doch in Naibo, oder? Ich glaube, das müsste Naibo gewesen sein. Was hatten die denn? Eisstrahl, Feuersturm und was war das andere? Ja, eine Eisattacke wäre halt auch ziemlich geil. Donner. Leider drei Typen, die niemand Blizzard war. Okay. Leider drei Typen, die keiner von uns hat. Das ist schade. Habe ich noch so eine Herzschuppe? Das würde mich jetzt gerade interessieren. Habe ich noch so eine Herzschuppe? Kannst du im Übrigen hier mal den Beulenhelm nehmen? Fensterball, Eisbrocken, EP-Teiler, Glücksei, Großwurzel, Magnet, Münzband, Wurzeln. Ne, haben wir nicht mehr. Schade, okay, dann werde ich da auch mal demnächst wieder nachschauen. Bezüglich der Attacken. Wir fliegen jetzt aber erstmal zurück nach Twin Turk City. Und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Dann geht's hoffentlich in die Arena und dann Siegestraße, Pokémon Liga und fertig. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.